Ja, da bin ich wieder. Alle guten Dinge sind ja gewöhnlich drei, deswegen der dritte Auftrag, beziehungsweise die dritte Mission, die wir mit unserem neuen Schiff, dem Diamondback Explorer, erledigen wollen. Und zwar den Datenlink eines Megaschiffs infiltrieren. Gibt es relativ häufig und viel diese Missionen. Ich persönlich finde sie toll. Die machen Spaß, wenn man das richtige Schiff dafür mitnimmt. Und man kann auch um diese Megaschiffe herum, neben dieser eigentlichen Missionsaufgabe, noch zusätzliche Dinge erledigen. Beispielsweise jede Menge Schiffe scannen, die da plötzlich aus dem Nichts auftauchen und das Megaschiff attackieren. Kann man wunderbar Daten abgreifen durch das Scannen. Kann man sich verstecken in der Nähe von dem Megaschiff. Oder auch Container einsammeln, die abgeworfen werden. Sehr häufig findet man bei diesen Containern wirklich tolle Sachen, Gold, Silber, Platin und andere wirklich sehr wertvolle Sachen, die sich lohnen, eingesammelt zu werden. Allerdings werden die dann als illegale Fracht deklariert. Aber das sind schon wieder alles viel zu viel Informationen. Wir machen jetzt erstmal als allererstes die ganz normale Standardmission, nämlich den Datenlink infiltrieren. Ja, das machen wir. Gucken wir uns mal an hier nochmal. Die Daten, es gibt eine Menge dabei zu gewinnen. Die werden sehr gut dotiert, häufig, diese Missionen. Ihr seht, einmal hinfliegen, den Datenlink scannen und wieder nach Hause fliegen und schon habt ihr 1,7 Millionen verdient. Oder alternativ eine Menge Ruf eingefahren. Deswegen finde ich persönlich immer eine gute Sache. So, dann einmal unser System. Ist in dem Falle auch nur ein Sprung weit weg. Aber das liegt natürlich daran, dass mein Schiff hier eine recht gute Sprungweite hat. Bei euch, wenn ihr das nicht weiter ausgebaut habt, kann das sein, dass das natürlich zwei, drei Sprünge sind. Meistens sind diese Megaschiff-Datenlink-Missionen immer so 35, 40, manchmal auch 50 Lichtjahre weg. Aber das macht nichts. Man kann ja auf dem Weg dahin problemlos ein bisschen die Systeme scannen. Wisst ihr ja, terraformierbarer Planeten und so, gibt immer eine Menge Kohle. Okay, dann sind wir schon wieder fertig. Können wir loslegen. Autostart und auf geht's. Gucken wir uns wieder zu dabei. Wieder ein schöner Anblick mit unserem Planeten. Kann ich gar nicht genug von kriegen. Okay. Und auf geht's. Nach Luke. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da jemals war. Wenn nicht, können wir ja zumindest mal uns das System anschauen und eventuell mal eine Runde scannen. So, und Hyperdrive. Und schon sind wir im System angekommen. So, dann fliegen wir erstmal ein kleines bisschen von der Sonne weg hier. Mal unsere entsprechenden Scanner in den Vordergrund, einmal in den Analysemodus wechseln und den E-Scanner arbeiten lassen. Aha, 42 Himmelskörper, das ist wahrlich ordentlich. Jo, sieht doch gar nicht schlecht aus. Mhm. Krieg herrscht hier auch, wäre auch mal eine interessante Variante. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Interessantes hier feststellen können. Der sieht nicht schlecht aus. Der wurde terraformiert, ist aber schon von mir erfasst worden. Das heißt also, ich war hier in dem System tatsächlich schon. Okay. Dann wäre als nächstes
entweder die Navigationsboje anzufliegen oder aber in dem VSS-Scanner oder beziehungsweise mit Hilfe des VSS-Scanners unser Ziel zu suchen. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Filter und ändere die Filteraltstellung auf interessante Punkte. So, und jetzt gucken wir uns nochmal in den Transaktionen an, was wir eigentlich suchen. Ein Megaschiff mit der Bezeichnung CD46 bla bla bla. Wollen wir mal gucken, ob wir da in der Navigation was finden. Ja, da haben wir es doch schon. Seht ihr, das ist doch prima. Also wichtig hier bei den Filtereinstellungen, sonst wird es eine ziemlich unübersichtliche Sache, den Filter auf interessante Punkte stellen, denn dann wird das relativ gut und schnell hier gefiltert. So, den wählen wir uns aus. Okay. Und steuern ihn an. Ist auch gleich in der Nähe, wie ihr seht. Das ist eher selten. Oft sind diese Megaschiffe ziemlich weit draußen. Das heißt, das ist ein guter, weiter Weg. Und in über 90% der Fälle, jedenfalls war es bei mir bisher immer so, findet man die immer in der Nähe von irgendwelchen Planeten. Im Orbit sozusagen. So, dann nähern wir uns jetzt mal ganz vorsichtig hier. Nicht zu schnell. Und da ist auch schon ein Planet. Direkt in der Nähe. Ja. Wie es aussieht, ist der hier vorne im Orbit. Denn sonst würde ja der gelbe Dreiviertelkreis gestrichelt angezeigt werden. Wenn er also auf der Rückseite des Planeten wäre. Mal gucken, ob wir ihn hier erwischen. Ja. Da kommen wir doch ganz prima rein. Könnte auch gut sein, dass er gut beleuchtet ist, dass wir ihn auch gut identifizieren können. Interessanter Planet. Sieht cool aus. Aber wir wollen ja uns mit dem entsprechenden Megaschiff hier auseinandersetzen. So. Und raus. Und da haben wir es doch schon. So, das funktioniert jetzt folgendermaßen. Jetzt müsst ihr erstmal euren Datenlink-Scanner sozusagen rausholen. Ich zeige es euch mal. Das Ziel hier erfassen. So. Und ein bisschen ranfliegen. Und jetzt könnten wir schon mal mit dem Datenlink-Scanner das gesamte Schiff erstmal durchscannen. Das machen wir jetzt erstmal. Aha. Energie überschritten. Das heißt also, wir müssen unsere Module hier etwas ändern. Naja, den Schildgenerator könnten wir natürlich ausschalten. Machen wir einfach mal. So. Na. Nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir sollten das vielleicht anders machen. Wir nehmen mal die Suchraketen hier einfach raus. Dann haben wir noch unsere beiden Laser. Den Schildgenerator lassen wir natürlich an. Und alle Sensoren auch. So, dann müsste es eigentlich klappen. Ja, Datenlink-Scanner. Nochmal Ziel erfassen und jetzt können wir mit dem Datenlink-Scanner erstmal das ganze Schiff scannen. So, war natürlich jetzt weniger clever, was ich eben gemacht habe, dass ich mein Schild ausgeschaltet habe. Deswegen muss er sich jetzt erstmal wieder neu aufbauen. Das ist halt so.
Deswegen ändere ich jetzt mal kurz die Blips und warte hier einfach mal ein bisschen auf Distanz und hoffe, dass sie mich nicht sofort angreifen. Und das ist so etwas Typisches, wenn ihr in die Nähe von einem solchen Megaschiff kommt. Ab einer bestimmten Entfernung rufen die um Hilfe und drumherum taucht dann jede Menge gefährliche Leute auf. Das ist dann immer so eine so entsprechende Sache. Das kann man aber nutzen, indem man jetzt hier einfach mal ein bisschen stehen bleibt und zum Beispiel über die Kontakte mal guckt, was wir hier machen können, ob wir eventuell hier ein paar Scans durchführen können. Das macht immer Sinn, denn häufig erwischt man dann auch irgendwelche Daten noch, die man gebrauchen kann. So, in dem Falle wohl scheinbar nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen näher ranfliegen an das Schiff. Ich wollte eigentlich noch warten, bis mein Schild wieder 100% hat. Deswegen fliege ich jetzt mal ein bisschen langsamer hier ran und nutze eventuell zwischenzeitlich die Chance, um hier noch ein paar Schiffe zu scannen. Ja, bis jetzt haben wir leider keine Daten abgreifen können. Und da hat man schon einen ersten Container, der hier rumliegt. Aber wir wollen ja eigentlich unser Megaschiff als Ziel auswählen. So. Unseren Datenlink-Scanner brauchen wir noch. Jetzt müssen wir näher ranfliegen. Denn das eigentliche Ziel, der Uplink, den bekommen wir erst dann zu Gesicht, wenn wir dicht an diesem Schiff dran sind. Müssen wir in die Kontakte gehen. Oh, hier unten haben wir dann die Sachen, Energiekondensatoren, und da haben wir den Schiffslock-Uplink. Den müssen wir jetzt ins Ziel nehmen. So, und dann sehen wir den da oben. Und den fliegen wir jetzt direkt an. Immer natürlich in der Hoffnung, dass wir nicht zwischenzeitlich angegriffen werden. Aber dafür haben wir ja eine gute Rumpfhüllenverstärkung uns geholt. So. Jetzt versuchen wir mal unser Glück hier ganz sachte uns diesem Link hier zu nähern. Und uns da ganz aus diesem Kampfgeschehen mal raushalten. So, da kommen wir doch schon auf den Datenlink, Schiffslock-Uplink zu. So. Und ihr seht am Datenlink-Scanner, jetzt wird er blau. Das heißt also, ihr müsst relativ dicht heranfliegen und dann könnt ihr den Scan beginnen. Alles klar. Und ab geht die Post. Nix wie weg hier. Ein solches großes Megaschiff hat auch eine entsprechende Masse. Deswegen haben wir eine Massensperre. Die müssen wir erst überwinden, ähnlich wie bei den Stationen. Vorher können wir unseren Supergruß nicht aktivieren. Und nicht vergessen, nachher unbedingt die Aufhängungen einfahren. Sonst könnt ihr das auch nicht entsprechend machen. So. Okay. Ja. Und wieder zurück. Ein kleiner Hüpper. Einmal hier schön über den Planeten weg. Prima. Und Hyperraum. Und da sind wir doch schon wieder auf dem Weg zum Ziel. Bis gleich. Ja, diesmal war die Reise hierher auch problemlos.
keine Angriffe von außen. Und inzwischen habe ich mal den automatischen Landecomputer wieder ausgeschaltet, damit ich das manuelle Landen nicht völlig verlerne. Und versuche mal wieder mein Glück mit einer manuellen Landung. So, dann haben wir uns doch den Schlitz hier richtig optimal vor die Nase geholt. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, also was der immer macht da, so ein Gekasper, das geht doch alles mit so einem tollen Trick viel schneller. Das stimmt, gebe ich euch natürlich recht. Ich mag's aber so gerne. So, perfekt eigentlich, ne? Und einmal Landeplatz Nummer 4, okay. So, Fahrwerk aus. Wo ist 4? Da hinten. Oh, prima. So, die Diamond ist ein bisschen träger als der Imperial Eagle. Das heißt, hier muss man immer vorher schon ein bisschen den Schub reduzieren, sonst schießt man schnell über das geplante Ziel hinaus. So, prima, geht noch. Und schwarzes Brett, Missionsziel. Abgeschlossene Mission. Ja, supi. Da nehmen wir doch jetzt mal den Ruf. Ah, das hat sich doch gelohnt. Sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Und kommen langsam in die Nähe unseres intern gesetzten Zieles. Hier bei unseren Fraktionen überall irgendwie auf den Ruf verbündet zu kommen. Ja, war eine sehr einfache Mission, habt ihr gesehen, prima Sache. Man sollte natürlich, das habe ich aber so gemacht extra, vorher checken, wie das mit den Feuergruppen ist, damit man dann nicht plötzlich dasteht und nichts mehr geht. Also am besten, wenn man irgendwelche Konfigurationen am Schiff ändert, mal raus aus der Station fliegen, weg, bis man aus der waffenfreien Zone ist und dann mal in aller Ruhe mit den ausgefahrenen Aufhängungen probieren, wie sich das System verhält, damit man die Module entsprechend von der Priorität schalten kann oder auch bestimmte Sachen eventuell ganz ausschaltet, sodass dann nachher keine bösen Überraschungen da sind. Alles klar, bis demnächst. Tschüss.